Moin Moin, ich bin Max und ich bin hier gerade auf dem Campus der Bucerius Law School in Hamburg. Ich will euch mal zeigen, was hier so abgeht, also kommt mal mit. Warum hast du dich für die Bucerius Law School entschieden? Ich wollte Jura studieren und habe mich dann gekümmert, wo man das studieren kann. Und die Law School ist CAE-Ranking Platz 1 und außerdem bietet sie ein richtig gutes Angebot. Clara, stimmt es denn, dass ihr von morgens bis abends nur in der Bibliothek hockt und büffelt und lernt? Natürlich nicht. Also die Hochschule gibt uns schon die Möglichkeit, uns darüber hinaus zu engagieren. Ich bin gespannt, was mich noch so erwartet. Wir befinden uns gerade vor der Bibliothek, da müssen wir leise sein. Aber wir gucken sie uns mal an. Also. Lernen in der BIP direkt auf die Dachterrasse. Neben mir ist Herr Vorberg. Wir sind eben ja schon ein bisschen durch die Bibliothek geschlichen und haben uns alles ein bisschen angeguckt. Was genau ist denn das Besondere? Die Bibliothek ist permanent geöffnet. Es ist eine reine Präsenzbibliothek. Das heißt, die Bestände sind immer vor Ort verfügbar. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen der Schulzeit jetzt und dem Studium an der Bucerius Law School? Also ich würde sagen, das Studium hier ist sehr viel freier. Also man kann sagen, ich gehe morgens jetzt nicht hin zum Beispiel und dafür muss ich aber eigenverantwortlich sehen, wann hole ich es nach. Ist Jura so trocken, wie man sich's vorstellt oder wie ist das? Das wird immer gesagt. Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, dass es trocken wird, aber ich muss sagen, es gibt kaum ein Fach, das ich mir lebensnäher vorstelle. Hier oben haben die Studenten ihre Mini-Gruppenräume, wo sie in Ruhe lernen können. Also stören wir hier besser nicht. Neben mir steht Frau Professor Rötel. Welche Anforderungen stellt denn die Bucerius Law School an die Studenten? Ja, die Studenten sollten schon sehr leistungsbereit sein und sollten wissen, dass sie mit Jura ein Studium erwartet, was jetzt nicht zu den einfachsten Schulen gehört. Muss man denn aufgrund dieser hohen Anforderungen Angst haben, das Studium nicht zu schaffen? Also schiefgehen kann immer mal was, aber wenn es einen Ort gibt, an dem weniger schiefgehen kann, dann denke ich hier. Stammst du eigentlich ursprünglich aus einer Juristenfamilie? Nee, also meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater Geologe. Was kann man denn hier so neben der Uni machen? Man kann viele Englischkurse belegen, man muss das Studium Generale machen, also sich auch mit anderen Sachen als Jura beschäftigen und man kann daneben auch ins Ausland gehen. So, neben mir steht jetzt Herr Professor Thorn, Präsident der Bucerius Law School. Wie viele Studenten kommen denn im Schnitt auf einen Professor hier an der Bucerius Law School? Also das Verhältnis Lehrende-Studierende ist an der Law School vorbildlich. Wenn wir nur die Professoren rechnen, ist das Verhältnis ungefähr 1 zu 25. Wenn wir alle Lehrenden nehmen, ist es sogar nur 1 zu 5. Micha, wie war das Aufnahmeverfahren für dich? Das Aufnahmeverfahren besteht aus zwei Teilen. Erster Teil schriftlich, das ist so eine Art Intelligenztest, da muss man Diagramme zum Beispiel auswerten. Es ist anstrengend, aber es ist wirklich schaffbar. Der zweite Teil, das mündliche hingegen, das ist so ein bisschen mehr mit Gruppendiskussionen, mit Einzelgesprächen, mit Prüfern. Da wird man eher so darauf getestet, wer man so ist und ob man wirklich Jura studieren will. Ist die Bucerius Law School denn genauso gut wie ihr Ruf? Man braucht schon ein richtiges Talent für Jura, um sich hier zu bewerben. Eine gute Abi-Note hilft,
Aber vor allem stellt unser Auswahlverfahren darauf ab, dass Leute sich für Jura eignen. Die, die hier ankommen, die 116 jedes Jahr, die sind richtig gut. Und das an der Hochschule, in der dieses Talent auch gefördert wird, da ist der Ruf dann eben auch über viele Jahre erarbeitet. An den meisten Unis hat man ja wirklich Massen von Studenten, ist das hier auch so? Das ist hier gar nicht so. Das ist bei uns eher klein und familiär. Man kennt sich untereinander. Ich habe es mir jetzt hier gerade in der Coffee Lounge gemütlich gemacht, mitten auf dem Campus. Christoph, wenn man hier anfängt zu studieren, dann kommen ja ein paar Studiengebühren auf einen zu. Wie hast du das denn gemacht? Ich nehme den sogenannten umgekehrten Generationenvertrag in Anspruch, was nichts anderes heißt, als dass die Hochschule erstmal die kompletten Studiengebühren für mich übernimmt. Ich zahle erstmal gar keine Studiengebühren und zahle die erst zurück, wenn ich im Berufsleben stehe. Nicht nur in den Vorlesungssälen wird geschwitzt, sondern auch hier unten im campuseigenen Fitnessstudio. Hinter mir, das ist Julian, einer der Studenten, und der hält sich zwischen den Vorlesungen ein bisschen fit. Da bekommt man fast ein schlechtes Gewissen, ne? Was muss man mitbringen, um hier an der Bucerius Law School erfolgreich zu sein? Das Wichtigste ist, dass einem Jura Spaß macht, dass man sich dafür begeistern kann. Also ich habe heute richtig viel gesehen und ganz viel Informationen bekommen. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach auf den Link klicken, da erfahrt ihr mehr. Ich hole mir jetzt ein Eis und genieße noch ein bisschen das Wetter. Also bis dann.